Roland Schandre, Ex-Meister Glückskette von der Schweiz. Du bist heute an der Buchvernissage. Wie hat der Roland, der Bernard Russi, auf dich gewirkt? Also, ich konnte beobachten in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wie Spitzensport ab und zu Leute kaputt macht. Und was mich an Bernard Russi imponiert, ist, dass er eigentlich sehr, sehr normal, in Anführungszeichen, geblieben ist. Er weiss, das einzuordnen, er weiss, was er geleistet hat. Er weiss auf der anderen Seite aber auch, was Grenzen hat im Ganzen. Und das ist auch in einem Podiumsgespräch mit ihm ja heute Abend stattgefunden, sehr schön zum Ausdruck gekommen. Zwar man hat mich sehr normal, sehr natürlich gedacht, hat es nicht irgendwie vorfabriziert, ist auch tausendmal gesagt, die Klischee von sich gegeben, sondern hat Sachen gesagt, die ihn bewegt haben und vielleicht auch die, die zugelassen haben, ein Stück weit bewegt haben. Also von dort her würde ich jetzt vielleicht das auf einen Punkt so bringen. Bernard Russi ist für mich ein Sportler, der es fertiggebracht hat, normal zu bleiben, obwohl er viele Gründe hatte, das vielleicht nicht zu bleiben. Super.